Intro. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier auf dem Videospielplatz. Ich habe seit langer, langer Zeit mal wieder ein Super Nintendo-Spiel gekauft, besser gesagt ein Super Famicom-Game. Und zwar habe ich das gekauft, und das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so, sondern einfach nur, um den Laden zu unterstützen. Bei RetroPlays habe ich gekauft vom lieben Lobotomy Games, sei gegrüßt an dieser Stelle, SD The Great Battle heißt es, glaube ich. Ein Super Famicom-Spiel, das ich gesehen habe in einem Video vom SNES Drunk, der ja eine Videoreihe gemacht hat mit japanischen Titeln, die man auch ohne Sprachkenntnisse problemlos spielen kann. Und das hack ich jetzt direkt mal in mein Analog Super NT rein. Da muss ich ganz kurz warten, bis das Bild hier übertragen wird, damit ich entsprechend umstellen kann. So, und wir zocken jetzt The Great Battle. Das ist, glaube ich, das, was da steht. Denke ich jedenfalls. Und The Great Battle, da gibt es ja mehrere Teile von. Da gibt es auch ein paar Beat'em-ups, da gibt es auch sowas ähnliches wie, Wild Guns. Aber das hier ist sowas wie ein Top-Down-Action-Adventure. Und das ziehen wir uns jetzt mal rein. Ich habe das selber noch nie gespielt. Ich kenne das, wie gesagt, aus Videos. Und ihr seid live dabei, wie ich mir das Ganze jetzt angucke. Jump auf B, Shoot auf Y. Ja, das sieht für mich okay aus. Und wir checken das Ganze jetzt mal. Start. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe natürlich keine Ahnung, was hier los ist, aber ich gehe davon aus, irgendein großer Bösewicht will unserer Welt hier den Garaus machen. Und in der Great Battle-Reihe sind ja ganz viele von diesen super-deformed-Versionen von bekannten Anime- und Manga-Charakteren aus Japan dabei, wie Ultraman. Das hier ist, glaube ich, Ultraman. Ich kenne mich da tatsächlich überhaupt nicht aus, muss ich gestehen. Und auch andere. Aber ich finde, die Grafik ist ganz niedlich. Musik geht auch in Ordnung. Würde ich behaupten. Steuerung geht auch in Ordnung. Und ich finde, die Charaktere sehen in dieser Form irgendwie lustig aus. Springen kann ich auch, aber sonst kann ich noch nichts. Also ich gehe davon aus, dass ich hier noch irgendwelche Fähigkeiten erlerne oder so. Okay. Hüpfeinlagen. Aber die Musik gefällt mir echt gut. Okay, er sieht nicht aus, als hätte er gesagt, hey, hast du Bock auf einen Kaffee oder so? Sondern er hat, sieht eher so aus, als hätte er gesagt, komm und ich mach dich lang. Ah, okay. Ich habe meine Drohne. Das ist quasi wie bei R-Type. Relativ nachsichtig, das Spiel. Bei manch anderem Spiel wäre ich da jetzt schon in den Abgrund geflogen. Ah, okay, der hält also nicht ewig. Schade. Ich dachte, den hätte ich jetzt vielleicht permanent. Wir gucken mal, was... Okay, Pause. Start ist Pause. Select macht gar nichts. Ob es hier irgendwie ein Menü gibt oder so, wo man vielleicht zwischendurch speichern kann. Das weiß ich nämlich nicht. Auch keine Ahnung, was er jetzt gesagt hat, aber der sah jetzt auch nicht so freundlich aus. Aber wir haben ihn vernichtet, wie es sich gehört, bei der totalen Vernichtung. Und eine Höhle, da gehen wir doch mal rein. Was ist das denn? Und er ist weg. Dafür ist meine blaue Leiste jetzt ein bisschen gefüllt. Oh, okay. Also A ist mein Special-Angriff mit der blauen Taste, der offensichtlich ein bisschen stärker zu sein scheint als mein normaler Energiestrahl hier. Aber bisher brauche ich den mal noch nicht. Aber er geht durch mehrere Gegner hindurch, das ist also ganz praktisch. Kommt hier noch eine Plattform, oder? Muss also teilweise auch ein bisschen Geduld haben. Der sieht jetzt gar nicht so unfreundlich aus, aber ich sollte ihn vielleicht trotzdem vernichten. Jawohl. Vernichten ist immer eine gute Idee in Videospielen. Da hat Vernichtung noch keinem geschadet. Eine weitere Höhle. Er könnte auch ein Endgegner von Power Rangers sein oder sowas. Wow, wow. Oh, wow. Scheint mir eine Art Schutzschild. Ah, okay, aber die Waffe geht da trotzdem durch.
Der war ja einfach. Das ist jetzt nicht die größte Herausforderung, die ich in meinem Leben jemals hatte. Ich finde es tatsächlich ganz cool. Ich glaube, der rechte da ist von Gundam und der linke ist Kamen Rider. Korrigiert mich da gerne, wenn ihr das besser wisst. Ich glaube, Kuro, du siehst dir das Video bestimmt an. Du kennst dich ja in der japanischen Welt ganz gut aus. Lass mich wissen, ob ich richtig liege. Der grüne ist Kamen Rider, der rechte ist von Gundam, glaube ich. Transformers fände ich ja cooler, aber man kann nicht alles haben. Oh, ich kann die Charaktere wechseln. Papau, papau. Ich verstehe nur gerade nicht, ich kann nicht die ganze Zeit die Charaktere wechseln. Oder die L- und R-Tasten von meinem Super Nintendo Controller sind ausgeleiert. Das könnte auch sein. Oder das Ganze hat irgendwie einen Timer. Das kann natürlich... Er schießt seinen Fuß. Okay. Er kann deutlich höher springen als der Rote. Was geht denn mit der blöden Kugel da? Oh, er kann auch diagonal. Jetzt versuche ich hier gerade wieder zu wechseln. Also, ah, okay, der kann auch diagonal. Aber das hat echt nicht so gut funktioniert. Okay, also hier klappt es jetzt deutlich besser. Aber Kamen Rider finde ich scheiße. Den hier finde ich so optisch auf jeden Fall cooler. Hier über die Blöcke kann man nicht drüber springen. Anhieb den richtigen Weg gefunden. Habe ich den denn die ganze Zeit nicht getroffen gerade? Vielleicht kann ich den Typ auch nicht wechseln, weil ich gerade im Kampf bin. Das kann natürlich auch sein. Ah ja, genau. Jetzt geht's direkt. Also wenn man im Kampf ist, funktioniert es nicht. Außerhalb des Kampfes kann man die Figuren wechseln, scheinbar. Jetzt geht's wieder nicht. Oh ne, jetzt springt er auch höher. Komisch. Also noch habe ich das Spiel nicht so richtig verstanden. Erinnert mich so ein bisschen an eine leichtere Version von Pocky und Rocky. Falls einer von euch Pocky und Rocky für Super Nintendo abzugeben hat, dann bin ich da gerne bereit, einen vernünftigen Preis für zu bezahlen, denn meine Frau will dieses Spiel um jeden Preis, nicht um jeden Preis, aber sehr gerne haben. Und ich möchte ihr diesen Wunsch natürlich erfüllen. Also falls sich jemand von seinem Pocky und Rocky trennen möchte, gerne her damit. Am besten ihr kontaktiert mich bei Twitter. Ja, die sehen so ein bisschen aus wie böse Rey Mysterios. War jetzt nicht mehr ganz so einfach, da auszuweichen. Oho, was geht ab? Werden hier einfach Bomben geschmissen. Also ich finde von ihm hier auf jeden Fall die Waffe am besten. Weil die das größte Trefferfeld hat allein schon. Ich wollte gerade sagen, wie oft muss ich den Typ denn treffen hier? Power-Ups gibt es allerdings nicht viele. Ich verliere auch bald mein erstes Leben, wenn ich das hier richtig sehe. Aber ich muss mir echt mal einen neueren oder einen besser in Schuss befindlichen Super Nintendo Controller suchen, denn auch... Das Steuerkreuz reagiert hier nicht so ganz astrein mehr. Neuwertigen Super Nintendo Controller zu finden, ist natürlich eine schwierige Sache. Oh! Die Destructo Disc hat uns hier den Arsch gerettet. Wir sind fast tot. Und der sieht mir nach dem Endboss aus. Okay, da haben wir das erste Leben verloren. Ah, wir starten direkt wieder hier. Das ist praktisch. Haben natürlich jetzt keine Superwaffe mehr. Mit den Knochen ist ein bisschen gemein. Volle Concentration, Leute. Den Endboss will ich auf jeden Fall noch schaffen. Da ist er tot. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das schwerste Spiel unter der Sonne. Ich habe übrigens 3 Euro für das Spiel bezahlt. Und ich glaube, für 3 Euro kann man The Last Battle auf jeden Fall mal mitnehmen. Das ist der erste Teil. Ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, 2, 3 und 4 auch noch in Besitz zu nehmen. Habe aber wenig Lust, das auf eBay zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hab das hier beim Stöbern beim Lobotomy Games bei Retro Plays zufällig gesehen und hab mir gedacht, ich nehm's einfach mal mit. Dazu hatte ich mir noch die japanische Version von Street Fighter 2 gekauft, denn als ich letztens meine Super Nintendo Collection durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, ich habe 2 Turbo, ich habe Alpha 2 und ich habe Super Street Fighter 2. Aber Street Fighter 2 hatte ich irgendwann mal mit einem Super Nintendo, der sich übrig hatte, an einen Kumpel weiterverkauft, weil ich dachte, Street Fighter 2 läuft dir auf jeden Fall oft genug über den Weg, dass du es einfach mal wieder mitnehmen kannst. Und habe jetzt festgestellt, ich hab's nicht. Ich habe aber Turbo und Super in der Super Famicom-Variante. Und dann dachte ich, komm, nimmst du Street Fighter 2 auch in der Famicom-Variante, dann hast du es wieder vollständig. Nochmal vielen lieben Dank an den Lobotomy Games. Vielen Dank an euch, die ihr hier zugeschaut habt. Was haltet ihr von The Great Battle? Welchen Teil von der Serie, falls ihr die anderen gespielt habt, findet ihr am besten? Mir hat das bisher ganz gut gefallen. Ich werde das noch eine Weile weiterspielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem Videospielplatz. Macht's gut.